Hallo Freunde der guten Haltung, hier wieder zurück bei GTA 5 Online. Euer Wookie ist auch wieder dabei. Heute zeige ich euch einen kleinen, schnellen Solo-Money-Glitch. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine Garage vom Nachtclub. Ein RH8, den kriegt ihr kostenlos. Den hier vorne zeige ich euch. Und einen voll aufgetunten LG Retro Custom. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr auch den Sultan RS nehmen, voll aufgetunt, gar kein Problem. Bloß der LG Retro Custom bringt halt am meisten Geld. So, dann, wenn ihr das habt in der Garage, ruft ihr Simon an, besorgt euch den Job von Simon. Wenn ihr den bekommt, bekommt ihr den in der Jobliste. Wenn ihr das alles habt, ist schon mal alles richtig. Was tut der Kollege Schnürschuh hier? Der leuchtet irgendwo hin, wo nichts ist. Ah, alles klar, gut, weiter geht's im Text. Wenn ihr das dann habt, geht ihr bis zum Tor. Jetzt, wenn ihr hier seid, öffnet ihr die Jobliste, nimmt den Job erstmal nur an, nur bis das da steht. Dann geht ihr bis zum Tor. Nimmt den Job an, wartet, drückt nix. Dann kommt ihr in die Jobliste rein. Wenn ihr da drin seid, könnt ihr den auch wieder verlassen. Wenn das jetzt kommt, dann steht ihr dort, nein, Kreis, ja, X. Den bestätigen wir, wollen ja wieder verlassen. Wenn das denn kommt, müssen wir Steuerkreuz hoch und X immer spammen, immer gleichzeitig hin und her. Steuerkreuz X, Steuerkreuz X, Steuerkreuz X. Ne? Also, ja, Steuerkreuz X, Steuerkreuz X, Steuerkreuz X, Steuerkreuz X, Steuerkreuz X. Immer hin und her, immer hin und her. Gut, bei mir ist es nicht geklappt, warum, weiß ich jetzt nicht. Sehr merkwürdig, vorhin hat es dann dort geklappt, jetzt klappt es nicht. Machen wir den ganzen Spaß doch nochmal. Aber es geht auf jeden Fall. Wenn das geklappt hat, dürfte bei euch unten denn links die Minimap nicht mehr zu sehen sein. So, wir öffnen wieder die Jobliste. So. Suchen, wo Simon ist. Gehen bis zum Tor. Warten. Drücken rauf. Warten wir, bis wir in die Jobliste kommen. Nichts drücken derzeit. Dann verlassen wir den Job ganz normal. Und spam beides hin und her. Gut. Das hat jetzt bei mir wieder nicht geklappt, weil die Ladeschnecke ist. Das heißt, ich werde rausgeschmissen. Dann gehen wir da in den Spaß nochmal rein. Versuchen das nochmal. Warum das jetzt bei mir nicht klappt, das weiß ich ja selber nicht, weil ich habe es eben gerade machen können. Wie ihr seht, hat es fünfmal funktioniert. Warum es jetzt auf einmal nicht klappt, weiß ich auch nicht. So, rangehen, annehmen. Jetzt warten wir einfach mal hier wieder, bis wir ins Menü reinkommen. So, jetzt hat es geklappt. Ihr habt es gesehen, das Handy öffnet sich rechts und links unten ist die Minimap nicht mehr zu sehen. Das Handy schließen wir. Wenn das denn bei euch jetzt der Fall ist und es jetzt geklappt hat, sollte eigentlich beim ersten Mal schon klappen, bei mir jetzt erst beim dritten Mal geklappt. Wenn das alles funktioniert hat, geht ihr hier vorne zu diesem Umstellplatz, zu diesem blauen Punkt hin, drückt rechts, so. Dann haben wir hier die ganzen RH8s, also die LG Retro Custom, nennt dann die RH8s. Wir tauschen jetzt einfach diesen LG Retro Custom mit dem aus und passt genau auf jetzt. Jetzt tauscht ihr das aus, es ändert sich nichts, aber... So, der hier, der blaue, zeigt mir jetzt als RH8 an. Das seht ihr, da links ist der Pfeil, da bin ich drauf, ne? Das ist der RH8. Der hier wird mir als LG Retro Custom angezeigt. Alles gut, ich save das ab. Ich steige ins Auto. Jetzt schauen wir einfach mal aufs Nummernschild. Wir haben dort 89BSG. So, wenn wir jetzt rausfahren, wird sich das Nummernschild ändern. Passt auf. 98BSG und wir haben 87JMW. So, und damit ist das Auto dupliziert. Jetzt könnt ihr es ganz einfach machen. Ihr ruft einfach die Kommandozentrale an. Die fordern wir einfach an, dann fahren wir dort rein. Das zeige ich euch auch noch. Nicht, dass das dann bei euch nicht klappt mit dem Abspeichern. Wir warten, bis die irgendwann auftaucht mal. Die ist dort hinten. Dort fahren wir jetzt mal ganz entspannt einfach mal hin. Dann nehme ich euch einfach mal mit auf die Reise.
Aber für diesen kurzen Weg will ich da jetzt nicht schneiden, das lohnt sich jetzt nicht. Wir fahren dort einfach jetzt hin. Und wenn wir drinnen sind, in der Kommandozentrale, werden wir automatisch aus diesem Auto aussteigen. So, einmal hier runter, Dankeschön, bitteschön. Dann fahren wir mit dem Auto ganz normal, wie ihr es alle kennt, dort rein. So, du fährst ins Auto rein, also in die Kommandozentrale rein. Jetzt werdet ihr sehen, ich steige aus dem Auto aus und unten rechts kommt dann eine gelbe Ladeschnecke. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen warten. Warten, warten, warten. So, ausgestiegen. Jetzt seht ihr, unten rechts kommt gleich die Ladeschnecke. So, das heißt, er hat das Auto bis hierhin gespeichert. Aber auf Nummer sicher zu gehen, macht ihr einfach Interaktionsmenü und ändert euren Stil einfach mal. Einfach Stil ändern kurz, rausgehen aus dem Menü, wieder kurz warten, bis die gelbe Ladeschnecke kommt. So. Und jetzt seid ihr auf der sicheren Seite und das Auto wurde offiziell abgespeichert. Jetzt nehmen wir das Auto einfach wieder und fahren raus. Und dann zeige ich euch auch gleich wirklich, dass es geklappt hat. Dann fahren wir jetzt einfach ganz entspannt wieder zum Club zurück. Und dann zeige ich euch das, dass es auch echt geklappt hat. Ne? Und ich habe hier abbrechen jetzt oder so. Dann seht ihr es nämlich auch, dass es funktioniert. Weil wenn wir nämlich reinfahren, ist der gelbe LRG, also der gelbe RH8, der originale, ist denn jetzt der Retro Custom. So, jetzt müssen wir hier ab. Ich verpasse immer wieder die Einfahrt. So, und dann fahren wir jetzt hier rein. In Untergeschoss Nummer 3, bitte sehr. Und ihr werdet gleich sehen, der rechts oben denn da, der gelbe RH8, ist jetzt ein LG Retro Custom. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ladezeit wieder. So, jetzt schauen wir. Und da hinten stand ein gelber RH8 und er ist jetzt ein LG Retro Custom. Und so könnt ihr halt so lange weitermachen, bis eure Garagen halt echt übelst voll sind. So könnt ihr euch ein bisschen Geld anlegen für schwere Zeiten mal. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr müsst ihr dafür nicht machen. Einfach bloß den Job von Simon anfordern, bis zum Tor laufen. Und das, wie ich das erklärt habe und was ihr braucht halt. Die zwei Autos, den RH8, LG Retro Custom Fall of Duty und den RH8. Solltet ihr den LG Retro Custom nicht haben, könnt ihr auch den Sultan RS Fall of Duty nehmen. Der bringt zwar nicht so viel Kohle, aber besser als nichts, sag ich mir mal. Und das war's auch für heute. Ich wollte das Video eigentlich so kurz wie möglich machen. Nur nachdem die ersten zwei Versuche nicht funktioniert haben, tut's mir leid. So, damit war's das für heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao mit V, euer Woogie.